Willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Half-Life Source. So, wir sind in der letzten Folge von da gekommen, während irgendein komisches Flugzeug auf uns geschossen hat. Und jetzt sind wir hier angekommen. Und sind entsprechend gerade gestorben. Das für mich bedeutet, wir müssen hier irgendwo müssen. Hey, mein Freund. Na? Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier richtig bin. Was sagst du? Okay, warum nicht? Wollte sowieso nicht alleine abkratzen. Ja, das war schon mal schön. So, dann machen wir mal das Kappe. Mit dem Ding auf. Ja, steh doch einfach nicht mitten hier im Weg rum. Ey, was bist denn du für ein Idiot? Ja, das bist du ein bisschen auch selber schuld. Das tut mir ja im Prinzip echt leid, so, ne? Aber... Uiuiui. So insgesamt ist es. Insgesamt ist es natürlich ganz nett, dass wir hier so einen Typen als Schutzschild haben, der uns natürlich dauernd im Weg rumsteht. Uiuiuiuiui. So, ich bin tot. Okay, das hat insgesamt nicht so gut funktioniert. Ach, scheiße. Wie machen wir die denn am besten jetzt? Wir machen mal... Wo standen die denn hier? Wenn man das wüsste, ne? Also, ich mache hier auf jeden Fall mal. Du kommst mal mit. Okay, wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, genau. Wir leben aber auf jeden Fall ein bisschen länger. Ich werde froh sein, wenn ich das nee, komm mal hier rüber. Ein Stück überlebe. Fuck. Scheiße, wir sind da echt zu blöd für, ne? So. Ich mache jetzt hier mal ein Save. Den hätten wir schon mal beseitigt. Dann mache ich hier nochmal einen Save. So. Okay, ich werde dir. Und dann kommst du mal mit. Das stinkt nach einem Hinterhalt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, den hat er irgendwie getötet. Sieht so aus, als wird sich das ganze Trinken auszahlen. Ernsthaft? Morphin verabreicht. So, ich befürchte, dass jetzt da vorne gerade wieder neue gespawnt sind. Das stinkt nach einem Hinterhalt. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Hoppala. Scheiße.
aber es ist total nett natürlich, dass der Typ hier mit mir leidet. So, ich habe keine Ahnung, ob die generell hier wiederkommen. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier auf jeden Fall mal uns ein bisschen neue Hitpoints besorge. So, wir haben jetzt auch nicht mehr sonderbar viel Munition. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch mehr Viecher kommen. Hier sieht es aber jetzt erstmal relativ ruhig aus. Das bedeutet für mich, dass du jetzt erstmal hier stehen bleibst. Während ich die Kisten hier zerdepper. So, und dann würde ich eigentlich gerne mal hier hoch. Kommt man aber offensichtlich nicht. Okay, was zum Henker ist das? Man weiß es nicht. Ich lade hier erstmal mein Leben auf und dann speichere ich hier nochmal. So, was kann man hier machen? Nichts. Nein, hier kann man nichts machen. So, ich habe jetzt gespeichert. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Ach so. Schön. Das Ding schießt immer noch, ne? Alles klar. So, komm mal mit, mein Freund. Ich wäre froh, wenn ich das hier an allen. Alter. Das hat ja total super funktioniert. So, das bedeutet für mich, diese Dinger da lasse ich mal in Ruhe, weil nichts wie raus hier. Da geht's dann eh nicht lang. Und dann gucke ich erstmal hier in die Richtung. Oh. Hui. So, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob es da hinten irgendwo nochmal weitergeht. Ich speichere hier an der Stelle nochmal. Speichern. Und dann baller ich von hier mal auf das komische Nest da hinten. Haha, so. Das haben wir doch gut geregelt. Ja, das ist natürlich klar, dass das überlebt hat. Eieieiei. Okay. Ich würde ja eigentlich viel lieber einsammeln. Aber offensichtlich geht das nicht. Wir nehmen mal das hier, weil dafür brauchen wir keine Munition. Da
So. Okay. Sehr schön. So, und nun? Gibt's hier eine Röhre? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo man hier generell hin muss. Ich guck mal, ob man hier durch das Tor kommt. Natürlich, vermutlich nicht, genau. Ich würde aber gerne auch die anderen Viecher hier nochmal beseitigen, um einfach zu gucken, ob man da irgendwo hinkommt. Also hier kommt man nicht hin, das war nirgendwo hin, das weiß ich nicht. So. Das Ding ist echt ganz nützlich für sowas. Stell ich gerade fest. Finde ich gut. So, das hätten wir dann beseitigt. So, und hier gibt es natürlich nichts, weil wir da eben schon waren. Okay, dennoch möchte ich gerne zumindest mal gucken, wo es hier lang geht. Okay, guck mal, allein das hat sich doch schon mal gelohnt. Und da können wir, glaube ich, so einen Käfer einsammeln. Ne? Guck mal, perfekt. Diese Käfer finde ich persönlich als Waffe nämlich ziemlich, ziemlich nice, muss man sagen. So, dann kommt man ja mal. So, den habe ich auch gekriegt. Das Flugzeug geht mir auch im Sack hier. So, ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas Böses auf uns wartet. Natürlich wartet da was Böses auf uns. La, 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 la. Ja, 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 ja. Das Rummel ist. Alter! So, den habe ich getötet offensichtlich. Aber den natürlich nicht. Klar. Scheiße. Okay, wir sollten öfter speichern. Das ist natürlich nervig. So, die müssen wir auch kaputt machen, da sind wir schon rum. Aber da brauchen wir uns um die Viecher nicht zu kümmern, glaube ich. Genau. Ja, perfekt. Ihr könnt mal machen, was ihr wollt da. So, hier gehen wir jetzt auch gar nicht lang. Jetzt nehmen wir uns um das Ding hier.
kurz mal Munition aufladen lassen hier. So. Perfekt. Ui. Ja, das war auch unclever. Ich speichere trotzdem mal hier. Scheiße, das habe ich vergessen, dass da so ein riesen Vieh noch steht. So. Okay. Wir nehmen das hier trotzdem alles mit. So. Und dann macht es ja vielleicht Sinn, hier direkt nochmal zu speichern. Nachdem wir das jetzt alles eingesammelt haben. Diese Drecksviecher, ne? Jetzt ist die Frage, wann spawnt er hier, ne? Wann spawnt der hier? Er ist auf jeden Fall nach dem Flugzeugangriff hier gespawnt. Aber ich weiß nicht, ob es eine zeitliche Komponente hat, die das bewirkt, oder ob das einfach ist, wenn wir eine bestimmte Schwelle hier übertreten. Greifen den jetzt einfach mal ganz unfair an hier. Laden zwischendurch mal nach. Warum machen wir das eigentlich mit dem Ding? Und nicht mit dem Ding. Mit dem Ding nicht treffen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem den treffen wir hier gerade auch nicht. Panzert oder wie sehe ich das? So, mein Freund der Sonne, jetzt hast du ausgespielt. Dich habe ich gesehen. So. Dann machen wir das halt so im Amoklauf. So, irgendwie hört es sich so an, als ob ich das soll. So, und ich möchte mal sagen, wir haben fast keine Munition mehr. Da oben ist noch Munition. Wie kommen wir darauf? Achso. Offensichtlich über das Trampolin. Ah, schön. Okay, das hat ja so wenig Sinn, ne? Nur weil wir mal wieder zu blöd sind. So. Das hast du dir verdient. So, und hier
speichere ich auch nochmal. Irgendwie, das mit den Trampolin-Dingern habe ich auch noch nicht so wirklich raus. Ach, guck mal. Na, das lief doch mehr oder weniger perfekt. Jetzt schauen wir mal, wie wir da rüberkommen. So. So theoretisch, praktisch sieht es eher so aus, als ob wir dazu mal wieder zu blöd sind. So, weil die Munition will ich natürlich nicht hier lassen. So, da oben gibt es aber keinen Weg mehr rum, ne? So, dann machen wir die Kisten hier noch kaputt. Und wir hoffen, dass wir noch was Nützliches finden. Ja, zumindest ein bisschen, ne? So, nochmal gucken. Okay, wir haben die Magnum auch eigentlich wieder ganz gut aufgeladen. Aber wir müssen zwangsläufig jetzt wieder auf die Pumpgun umsteigen. Weil wir von dem anderen Scheiß nicht mehr so viel Munition haben. So, jetzt fragt man sich natürlich, wo muss ich denn hier lang? So, hier war nichts mehr. Ach so, genau, wir mussten ja hinten. Hinten war ja noch ein Fahrstuhl. Genau hier in der Ecke. Ein Fahrstuhl sah ich schon. Eine Röhre. Whatever. So, die Frage ist ja, müssten wir hier mal ins Wasser, um mal zu gucken, was es da noch so gibt. Das probieren wir aus, aber wir speichern vorher mal. Guck mal, hier sind nur so komische Würmer. Eine Energiezelle. Okay, das hat sich zumindest in etwa gelohnt. Immerhin eine Energiezelle. Energiezelle ist ja nicht das Schlimmste, ne? So, jetzt machen wir hier einen auf James Bond. Alter. Das ist natürlich total nett von euch. Das ist sowas von nett von euch. Ernsthaft. Das Ding ist, das kann ich eigentlich nicht gebrauchen, dass hier so eine komische Knarre steht. Ich speichere aber gerade mal, weil ich nicht weiß, ob die Schrotflinte aus der Entfernung reicht. Okay. Das passt für mich. Auf jeden Fall. So, und dann versuche ich mal die Typen hier aus der Entfernung niederzumähen. So. Und dann gucken wir hier nochmal langsam um die Ecke. Da haben wir schon noch einen gesehen. Dann gucken wir da nochmal langsam um die Ecke. West. Go West. So, und bevor ich jetzt hier weitergehe, speichere ich diesen kleinen Fortschritt nochmal ab. Okay, da unten liegt die Knarre. Gucken wir mal, ob wir hier sonst noch irgendwo was sehen. Man fragt sich, ob man da durchkommt. Also, ob man da mit einem gezielten Sprung durchspringen kann. So, da scheint nichts mehr zu sein. Das probieren wir einfach mal. Und heppa! Schade. Und heppa! Ach, sieh mal, na guck. Geht doch. So, und zumindest haben wir hier... Okay, da ist noch ein Healthpack, das nehme ich auch noch mit. Hallo? So, bin mir gar nicht sicher... Ob wir da hinten nochmal gucken gehen wollen? Ach, guck mal. Ja, hier haben wir schon wieder so ein Fischi, ne? Den wir offensichtlich von hier nicht beschießen können. So, ich gehe aber, versuche gerade nochmal hier zurückzugehen. Konnte ich hier nicht gerade noch irgendwo mal wieder rauflaufen? Offensichtlich nicht. Wie sah es hier aus?
Okay, wir haben nämlich dummerweise da natürlich ein paar Kisten vergessen. Aber wir kommen jetzt hier leider nicht mehr zurück. Na gut, dann ist das halt so. Dann kommen wir nicht drum rum, als hier reinzuspringen. 15 Schuss, ich weiß gar nicht, ob das für den Fisch ausreicht da. Hoppala, da bin ich leider kurz ans Mikro gestoßen. Ich würde sagen, das stellen wir in der nächsten Folge fest. Ich hoffe... ja, das machen wir in der nächsten Folge, genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da oder ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Half-Life Source. Bis dahin, ciao!